Mit bisher nur 519 im Labor bestätigten Fällen geht die wohl schwächste Grippesaison seit Jahrzehnten in Deutschland dem Ende entgegen. Nach Definition der Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI seien die Kriterien für den Beginn einer Grippewelle nicht erfüllt worden. Das heißt, es hat in dieser Saison überhaupt keine Grippewelle gegeben. Das sei ein Novum seit Beginn der Grippeüberwachung durch die 1992 gegründete Arbeitsgemeinschaft. Im Vorjahr um diese Zeit waren mehr als 184.000 bestätigte Grippeinfektionen gemeldet gewesen. In diesem Jahr gibt es auch lediglich 13 Todesfälle. 2017-2018 waren es zum Beispiel 25.000. Als Begründung für das Ausbleiben der Infektionswelle gelten Corona-Maßnahmen wie das Tragen von Masken, das Einhalten von Mindestabständen, Hygiene, Lüften, Homeoffice und die zeitweisen Schulschließungen, wie das RKI bestätigte.